Und willkommen wieder bei Assassin's Creed. Ich darf mich nicht sehen lassen. Ja. Eine Kapuze wäre gut. Ja, glaube ich dir. Bei Assassin's Creed Valhalla. Und wir haben in der letzten Runde ja hier die Gravesend-Brücke erobert. Oder besser gesagt erkundet. Und in dieser Runde werden wir jetzt erstmal hier das Rätsel machen. Also wir haben sehr viel vor uns. Ja! Also wenn wir ganz Cent machen wollen, da brauchen wir noch einige Folgen. Aber die Rätsel an sich sind sehr interessant. Und ich denke, neben dem Rätsel ist auch wieder was, oder? Da war doch ein kleines Artefakt. Lauscht meinen Worten, wenn ihr Weisheit sucht. Ach so. Was gibt's denn, Blinder? Ich bin hier, alter Mann. Ich höre dir zu. Vor kurzem kamen drei junge Männer zu mir. Maulhelden, voller Ale und Sünde. Der Tod hatte ihnen einen Freund genommen. Also zogen sie aus, dem Tod eine Lektion zu erteilen. Wie närrisch. Wir Nordleute wollen den Tod nicht beherrschen. Wir heißen ihn willkommen. Ja, doch sie verlangten dreist von mir: Sag uns, wo wir den Tod finden. Du bist alt, du musst es wissen. Sucht nicht weiter, sagte ich. Er ist unter der großen Eiche im Wald hinter mir. Und dort gingen sie hin. Okay. Und was ist das da hinten? Eine eigenartige Geschichte, die sich im Kopf festsetzt wie ein Albtraum. Ist das die große Eiche, von der der Mann sprach? Ich würde mal sagen, ja. Aber hier liegen Leute, oder? Tod. Das meinte der alte Mann also. Aber was ist hier geschehen? Von Gift getötet. Keine Kampfspuren. Er wurde jedenfalls nicht gezwungen, es zu nehmen. Mhm. Und du? Seine Blässe deutet auf Tod durch Vergiftung hin. Wonach er wohl greifen wollte, frage ich mich. Bestimmt nicht das Gegengift. Erdrosselt. Das waren keine Räuber. Essen und Bier. Aber warum hier ein Lager aufschlagen, wenn sie den Tod suchten, wie es der alte Mann erzählte? Sehr komisch. Was ist das hier? Silber. Das spielte zweifellos eine Rolle in dieser Geschichte. Die drei Männer fanden einen versteckten Schatz unter dem Baum. Sie machten Rast, um die Beute zu teilen. Zwei von ihnen hintergingen den dritten. Aber er war ihnen einen Schritt voraus. Er hatte ihr Bier vergiftet. So trieb das Glitzern des Silbers diese gierigen Narren zum Mord. Also haben sie den Tod tatsächlich gefunden. Oder der Tod fand sie. Tja. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Okay, dann werden wir jetzt mal... Hier ist noch was in der Gegend. Und zwar das hier. Ist das ein Artefakt?
Ja, ist ein Artefakt, das höre ich schon. Schön. Dann haben wir die Maske auch. So, als nächstes hätten wir... Ich würde sagen, gehen wir mal hier hin und holen uns die Dinger. Was sind das da? Gut, das habe ich noch nicht gesehen, aber okay. Da bin ich mit einverstanden. Diesen Wachen entgeht nichts. Es entgeht ihnen nichts. Das heißt keine, ne? Alter Abstand, ja? Okay. Oh, 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 du hast was gefunden. Mach dir nichts draus, Dicker. Wird schon wieder, komm. Hast noch genug Zeit, deinem Tod vor dir. So, die lasse ich frei. Danke, mögen die Götter dich belohnen. Hier hat man nie seine Ruhe. Jetzt hast du deine Ruhe. Denn du kannst das machen, was du willst. Okay, Pfeile haben wir auch noch genug. Ja. Alles klar. Damit hätten wir das doch gemacht, oder? Oder ist hier noch was? Gut. Haben wir auch das kleine Lager hier geklärt? Dann würde ich mal sagen, würden wir jetzt hier in das Räuberlager gehen. Schätze haben wir in diesem Gebiet sehr, sehr viele. Und ich habe mal das Gefühl, wir müssen unten rein, oder? Ach komm, machen wir es. Ich habe jetzt mit dem oberirdischen Lager gerechnet, aber nicht unterirdisch. Oh. Und da sind unsere Kumpels.
Diese Pfeile sind Gold wert. Okay, die Sounds sind buggy. Guck, die sind buggy. Merke ich gerade. Was haben wir da? Nichts. Ne? Also die Sounds, die haben seit dem letzten Update wirklich einen Bug hier. Aber das war vorher nicht so. Guckt, das ist nicht normal. Aber egal, komm. Das sind Kleinigkeiten. Verdammtes Feuer! Komm. Sei nicht so unschuldig. Wow. Hattest du gerade Blutdünnschiss? Ein liebes kleines Tierchen. Hier sind die Sounds wieder okay. Hä? Naja, ich weiß auch nicht. Hier wieder nicht. Nun gut, damit hätten wir auch das Räuberlager abgeschlossen. Also als nächstes hätten wir hier alles abgeschlossen, dann würde ich mir das vorschlagen, gehen wir dahin. Ach ja, stimmt. Mache ich mal die oberen noch, dann damit sind wir oben fertig, dann können wir nachher sofort auf den nächsten Teil der Insel übergehen. Hier haben wir ja schon Hallo gesagt. Lass stecken, mein Freund. Das kommt dir nicht gut. Glaub mir. So, hier drin soll was sein.
Hundi. Böser Hund. Sehr böser Hund. Also ich mag eigentlich Hunde sehr gerne, aber wenn die anfangen, geht sowas. Bin ich nicht mehr froh. Wir müssen alles abbrennen. Geht klar. Dann haben wir hier oben noch einen größeren Schatz. Ja. Die Felder hier sind schön. Diese blauen Blumen sind sehr, sehr schön. Die werden sofort angreifen. Nicht, wenn ich schneller bin. Und sowas bitte nicht hören. Der da ist auch blind. Und tschüss. So schnell geht's. Oh, die haben doch ein schönes Hütchen hier. Vorräte sind super. Das war's doch hier, oder? Nee, da ist noch was. Ach, da. Also manchmal verstecken die Dinger echt gut. Schön. So, als nächstes hätten wir, würde ich jetzt einfach mal sagen, diesen Schatz hier. Also ich frage mich auch immer. Sie wurde wohl verriegelt. Ist da ein Schlüssel drauf? Nee.
Ja, das hat sehr viel genützt. Oh. Der hatte nicht so eine gute Zeit. Blutverschmierter Brief. Ich wurde hier zurückgelassen, damit ich während des Überfalls auf das Lager den Platz der Kapelle bewache. Ich habe mit letzter Kraft die Tür blockiert. Wahrscheinlich werde ich hier an meinen Wunden sterben, doch bis dahin beschütze ich diesen Ort mit meinem Leben. Der Truhenschlüssel sollte bei einem anderen Mönch in der Nähe sein. Leider ist ihm die Flucht nicht geglückt. Ist doch was. Das sieht echt blutig hier aus. Was machst denn du da, Kätzchen? Ja, die Leute hier hatten kein großes Glück. Die wurden alle brutal niedergemetzelt. Aber den Schatz haben sie wohl nicht bekommen.